So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben mal wieder Post bekommen und ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll, denn in letzter Zeit hat keiner gesagt, dass was geschickt wird und irgendwie kam was so im Postrohr an und das sieht verdächtig aus. Wenn man das nämlich so sieht, könnte man denken, das ist ganz normal so ein Paket von Amazon, ne? Aber ihr seht, das war ja schon auf und das ist einfach nur in so einem, das ist einfach nur in so einem Schuber drin und zugeklebt. Denn hier hinten ist alles neutral, da ist auch alles neutral, wenn man das rumdreht. Ihr seht, da ist eine kleine Briefmarke drauf. Es ist also was Privates. Da steht auch nirgendwo eine Adresse, außer meine, die jemand ausgedruckt hat. Nicht per Hand geschrieben, ausgedruckt, dass man auch ja nicht identifizieren kann anhand der Unterschrift, wer der Übeltäter war. Ich bin mal gespannt, es ist ziemlich schwer. Es ist ziemlich schwer für die Größe, es fühlt sich an, es ist alles ausgefüllt. Es könnte ein Buch sein, es könnte ein Mediabook sein, eine DVD, ein irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist. Deswegen habt ihr auch schon mal irgendwas bekommen von irgendwem und wisst nicht, warum und wieso. Könnte auch sein, wenn ich es jetzt öffne, dass es einen Riesenschlag gibt. Müssen wir mal gucken. So, wir versuchen das jetzt mal hier zu öffnen. Ich muss es hier oben noch einritzen. So, hier um die Ecke. Adi, pass auf. Ja, das sieht gut aus. So um die Ecke und hier oben um die Ecke rum, dass es dann irgendwie so passt. Jetzt ist es theoretisch auf. Guckt, wie hier die Gazongas runterhängen. Sieht das nicht gut aus? Ja, muss man sich gleich wieder sauber machen, wenn man ihn anfasst. Ich habe übrigens immer noch, glaube ich, blaue Farbe im Gesicht. Ich mache das jetzt einfach mal so auf und ihr guckt jetzt mal hier rein. Und was ist es? Hä? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Sieht aus wie Rittersport nebeneinander. Ich drehe es mal um. KitKat. KitKat, have a break. Have a break, have a break, have a KitKat. Ja? Ziehen wir mal raus. Jetzt, wenn beim Rausziehen passiert es bestimmt. KitKat. KitKat. Changi White. Was habe ich beim letzten Mal gesagt, als KitKat Changi kam? Das ist ja schön. Da ist Peanut Butter, Karamell, Original, aber kein White. Das White esse ich doch am liebsten. Wenn ich schon mal KitKat essen muss, dann das Weiße. Aber ihr wisst ja alle, ich bin ja eher so der herzhafte Typ. Der tut sich lieber hier eine Salami rausziehen und essen, statt ein Stück Schokolade. Also die Leute. Ihr müsst mir keine Süßigkeiten schicken, ich bin dick genug. Aber wenn ihr es dann doch macht und dann auch noch weiß, dann freue ich mich besonders drauf, ne? Finde eins von 1000 Pausenriegeln im Gesamtwert von 1 Million plus 10.000 KitKat Monatsvorrede. Das ist aber cool. Adi, was ist denn hier? Dann nimm es halt mit rein in dein Waschbecken und freu dich drüber. Neben dem KitKat haben wir noch. Ein KitKat, Changi, White. White MCA. Ja, du kannst da rumschauen, wie du willst. Da passiert nichts. Und wir haben noch eine Packung KitKat, Changi, KitKat Changi White. Nehmen also noch einen und packen die dahin. Und wir haben sogar noch einen. Einzelnen Riegel KitKat Changi White. Also vier, eine Packung, eine Viererpackung, noch eine Viererpackung und zwei einzelne. Das sind insgesamt also fünfmal KitKat Changi White. Jetzt können wir mal den Adi beobachten, was der nämlich hier vorhat oder versucht. Ja, mach ruhig weiter, lass dich nicht stören. Ja, zwischendurch kurz den Arm abschlecken. Ja, er versucht einfach den ganzen KitKat-Riegel. Gut, er hat kein Interesse mehr. Das sieht doch gut aus. Zehnmal KitKat Changi White. Da werde ich bekloppt. Rambazamba, so muss das abgehen. Also danke an den anonymen Spender. Obwohl ja wahrscheinlich das nicht ein anonymer Spender war. Ich könnte jetzt denken, dass das der Oscar war. Wenn es jemand anderes war, bitte korrigiert mich, schreibt es drunter. Aber der Oscar hat letztens ja ein
Süßigkeiten-Paket geschickt. Und da war auch Marmelade drin und alles. Und da war viel, da waren Bonbons drin, da war Schokolade drin und da war lauter Dings. Und dann habe ich gesagt, oh, KitKat, ne, da hätte ich das Weiße. Und vielleicht hat er deswegen nochmal was hinterher geschickt. Oder ich kann mir einfach nichts mehr merken. Ja, vielleicht war es auch jemand anderes. Denn irgendjemand hat gesagt, KitKat Changi White, kann ich dir einen ganzen Sack voll schicken. Wer das war, schreibt's bitte nochmal in die Kommentare. Es tut mir jetzt leid, das ist ultra peinlich, dass ich hier sitze und nichts weiß. Damit ich's zu schätzen weiß, mache ich auch mal eins auf. Beziehungsweise sind die genauso groß. Ja. Die in den anderen Packungen, ja deswegen, sonst wäre es ja kein KitKat Changi White, wenn das andere nicht Changi ist, sondern kleiner ist. Wir machen das mal auf, damit ihr seht, dass man das auch essen kann, ne? Und damit ich das nicht wegwerf. Da guckst du wie so ein Schlafsack. So, ich probiere das jetzt mal. Oh, es steht hier drin. Finde ich auf jeden Fall richtig genial, genau wie bei Lion. Lion an sich finde ich eigentlich auch ganz okay, aber Lion White ist auch einfach der Shit, esse ich einfach am liebsten. Das war's jetzt. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Da kommst du es.